Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder für die Internetseite der PlayStation Experience. Ihr wisst Bescheid, wie immer findet ihr unten in der Beschreibung den Link zur Facebook-Seite. Lasst uns ein Like da und bleibt immer auf dem aktuellen Stand rund um die PlayStation. Ja, und heute, ihr seht schon, darf ich euch wieder ein kleines Fazit präsentieren, nämlich zu dem Sennheiser GSP 300. Für mich persönlich eigentlich der nächste Schritt, wenn ihr von einem Standard-Headset, wo es so getan hat, sage ich mal, hier zum nächsten Schritt, wo ein bisschen mehr Qualität reingelegt wird mit dem GSP 300. Die Ohrenpolster, muss ich sagen, sind sehr, sehr weich, sehr gut. Die passen sich wunderbar am Ohr an und man kann es wirklich sehr lange, was für uns Zocker na klar wichtig ist, tragen kann. Und was ich auch ganz gut finde, es schirmt die Umgebung sehr, sehr fein ab. Man kann sich eigentlich voll und ganz in dieses Spiel integrieren und genau das wollen natürlich auch die Entwickler. Deswegen wurde das speziell entwickelt für uns Gamer. Die Bügel sind relativ robust, muss ich schon mal sagen. Es sieht ab und zu ein bisschen plastikmäßig aus, aber es macht alles in allem einen sehr hochwertigen Eindruck. Besonders passt sich der Bügel auch sehr guter Passform am Kopf an. Und so wieder kann man lange zocken, ohne dass man dieses komische Druckgefühl auf dem Kopf hat. Dann als nächstes das Noise Cancelling Mikrofon. Macht auch einen ganz, ganz starken Eindruck, wie ich finde. Was auch teilweise bzw. mittlerweile wichtig ist, dass man sich ordentlich unterhalten kann. Denn, seien wir mal ehrlich, was stört denn nicht ein Mitspieler, der wirklich nur Störgeräusche übermittelt als irgendwelche Ansagen. Die Stummschaltung finde ich auch ganz, ganz gut, weil ihr kennt es vielleicht, man sucht dann immer den Stummschaltknopf am Mikrofon. Hier einfach den Bügel nach oben klappen und schon ist das Ding komplett stumm. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das habe ich auch schon bei dem Logitech gesagt. Sowas brauchen wir Zocker, schnell nach oben klappen und das Ding ist leise. Wie schon erwähnt, habe ich gesagt, macht eigentlich das ganze Headset einen sehr guten Eindruck. Teilweise durch dieses Kunststoff im ersten Blick vielleicht ein bisschen günstig, aber man muss auch sagen, die Zielgruppe soll ja auch ein bisschen einen günstigeren Preis bekommen. Deswegen haben wir hier die rund 99 Euro. Aber wie schon erwähnt, alles in allem wurde das sehr, sehr gut entwickelt und macht trotzdem einen robusten Eindruck. Was ich ganz wichtig finde, wir haben ja immer das Problem bei den PlayStation-Spielern zum Beispiel, dass wir von zwei Klinken auf einen müssen. Das hat hier Sennheiser wunderbar geregelt schon für uns und so einen Adapter beigelegt. Sieht man auch nicht oft, denn oft müsst ihr das nachbestellen, was na klar ärgerlich ist, wenn ihr das Headset auspackt. Wie schon erwähnt, rund 99 Euro für mich eigentlich ein ideales Einstiegsgerät. Das GSP 300 hat im Test absolut überzeugt. Besonders für diesen Preis kann ich das euch wunderbar empfehlen. Ich bin raus. Wir haben das Fazit. Ein klasse Headset. Jetzt seid ihr gefragt, kommentieren, liken und eure Meinung, wie gesagt, in die Kommentare. Ich danke wie immer fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann, euer Yogi. Ciao.